Yep. Thou written, I am not unkind. Shouldst thou forbear thy ways, audience shall be there. Swearest thou to serve me true? Ja. Leisten wir bei den Ratten Eid. Thou hast the eyes of one who perceiveth true beauty. Human, thou mayst serve. Take this ring. It was forged by a human who was once among us. Jo, Wappen der Ratte. To thee those who would defile our burrow. Wear the ring whenever thou art near. And destroy those who would dare provoke our ire. I will grant unto thee all thou shouldst so desire. I prithee serve with a true rat's honor. Also ja, man kann, könnte wirklich meinen, wenn man sich den Rattenkönig so ansieht, dass er das Schlimmste überhaupt ist, aber ich muss ehrlich sagen, dieser Rattenkönig hat teilweise mehr Ehre in sich als so mancher Mensch. Und er hat den Schädel eines Riesen. Also eines Riesen aus Dark Souls 1, wenn man sich das da so ansieht. Speak thy mind, servant. So, ich könnte ihm einen Rattenschwanz geben. Ich könnte bei ihm auch Gegenstände kaufen. Aber hauptsächlich Zeug, was mit Gift zu tun hat. Und Säurerunen. Gift, Pest und Galle. Ich kann aber mit ihm sprechen. Tell me the way of things. There has been much honor in thy service. Despite the human blood coursing thy veins. I am merciful and trust in thee as I would any rat. Schon mal sehr nobel von ihm dafür, dass er der Ratte ist und wir ein Mensch. The insolent fools line up to trample upon our burrows. My servant, dispatch these invaders and thy reward will be handsome indeed. Knowest thee of the lockstones, those odd contraptions fashioned by human hand long ago? Thou art human, and thence able. I know thy kind, base plotters and schemers all. Put these contraptions to thy employ, against thy foe. Ja, da ist er wieder nicht ganz so nett. My servant, there I am. My servant, do not dis... Nö, tun wir nicht, weil wir sind nicht mehr lange bei dir. Und so schnell sehen wir dich wahrscheinlich auch nicht mehr wieder. Dumm, die dumm. So, jetzt fehlen noch zwei Pfade. Und ich würde sagen, dann behalten wir mal eine Weile den einen Pfad. Bis ich ein bestimmtes Stück an Fortschritt wieder gemacht habe. Well, what? Ja, das können wir alles überspringen. Eide. Da, Rattenkönig Eid. Eid widerrufen. Ja. So, fehlen noch zwei Eide. Dumm-di-dumm-di-dumm. So, jetzt reisen wir in die Hölle der Untoten. Oh, welcome. Welcome. Do you have a lust for blood? Habe ich Lust auf Blut? Ja. Yes, of course. Why else would you be here? Do you give yourself the Na'ala? Ja. Then you will need blood. Oh, lots of it. Undead blood, like your own. But it's not as easy as you think. Well, what did he say? Join the Brotherhood of Blood.
Genau. Ja. That can hardly be the whole story. I want to hear what you really think. You want more than just a little blood. Der ist nervig, you want oder? Drenched in blood, mired in its foul stench. Am I right? Am I? Oh, just say that I'm right. Naja, und der ist definitiv auch crazy, aber auf eine andere Art. Den Eid der Blutsbruderschaft leisten, ja. Dann kriegen wir auch der ihr Ring. Ihren Ring. I knew it. I knew it. Fantastic. You're the best. Now you are a servant of Na'ala. This crest of blood is yours. Mhm. Ring des Blutes. Another servant of blood is born. You will serve well. I just know you will. Yeah. Well, how are we? Whatever you need, I've got it for you. Gut. Bei ihm können wir auch wieder Gegenstände kaufen, nämlich eine große Sense, eine Priesterglocke. Ja, bei ihm könnten wir die Rüstungsteile der Bosse hier kaufen, also des Henkerswagens und der Gerippefürsten. Filigrades Band erhöht die Chance, überfallen zu werden. Dieser Ring liegt wie ein weiches Band um den Finger. Es macht als Eindringling leichter, eure Welt zu finden. Wer würde so einen Ring erschaffen und herum? Vielleicht ist es besser, wenn die Antwort im Verborgenen bleibt. Jo. Dann können wir ihm bei ihm hier natürlich den roten Speckstein kaufen. Also mit dem können wir Invasionssymbole hinterlassen. Und rote Augäpfel. Und ein paar Pyromantien. So, mich interessieren aber noch kurz die Rüstungen. Ja, vom Henker der Hölle der Untoten getragene schwarze Rüstung. Die Stacheln sollen Furcht verbreiten. Der Henker hat unzählige Untote gnadenlos gerichtet. Doch sie sollte erahnen, dass er nie aus eigenem Willen handelte, sondern dem Willen des Wagenpferds folgte. Also ja, das Dämonenpferd da hat ihn besessen gemacht. Knochenkönig-Gewand. Bietet hohen Schutz vor Finsternis, ist praktisch. Hier steht immer noch dasselbe, aber hier stehen unterschiedliche Sachen. Denen die Jagd auf Untote befohlen worden, waren selbst Höhlen und gründeten ein Königreich der Knochen. Der alte Eisenkönig schickte seine besten Männer auf die Jagd nach Untoten, doch ihre Erinnerung wurde bei der Wiedergeburt getilgt. Ja, wir können auch mit ihm reden. Well, you can fight other blood servants with them. I'll reward you if you win with red orbs. You know, a cracked red eye orb. Use them to visit other worlds and seek more blood. Tell me if you need anything else. I'm very generous. Anything to get you covered in blood. Mm-hmm. Have you heard of the blue sentinels? They're a thorn in our sides, to say the least. Their men are obsessed with hunting down blood servants. Ha! Who cares? It's just another chance to spill more blood. Doesn't that excite you? Hmm? Ja, also sie konkurrieren mit dem blauen Sentinels. Und mehr hat er nicht zu sagen. Jo. Und jetzt könnten wir theoretisch hier einem Duell beitreten. Ich will aber nicht. Ich will wieder aufstehen und weggehen. Genau. Und für so ein Duell bräuchten wir halt ein Zeichen der Heimtücke. Diese hier, Zeichen des Grolls.
Das hier haben wir damals in der Truhe auf dem Weg zum Gatter gefunden. Ansonsten kriegt man Zeit, indem man invasiert, also als Finstergeist, als rotes Phantom. Und ja, ich glaube, durch erfolgreiche Invasionen und durch Duellkämpfe, also gewonnene Duellkämpfe, steigt man bei der Bruderschaft des Blutes im Rang auf. Aber ich glaube, da braucht man insgesamt 500 Siege. So, Eide, Blutsbruderschaft, Eid widerrufen. Gut. Und dann holen wir uns noch schnell den letzten Eid und dann war's das. Dann haben wir nämlich alle Eide und haben auch alle Ringe. So, das ist nämlich der Eid hier. Und dann müssten uns noch genau zwei Eide fehlen. Man sieht, hier sind auch drei Statuen, nur nicht halt mit Sensen, sondern ein bisschen besser aussehende. Und hier könnten wir als blaues Sentinel-Duellen beitreten. So, wir können aber jetzt erstmal mit ihm hier reden. Transient Being. You have obtained proof you are worthy of joining our order. You may call yourself one of us. And are free to plant your roots in this garden of the gods. Be proud. I, Targre, do proclaim from this day you are a knight of the blue. Rejoice. Danke. And bask in your new honor. Er redet vom Garten der Götter. Meinte damit das endlose Meer hier. Also ja, hier sieht man wirklich bisschen mehr und da hinten die Bucht. So, Eid ist geleistet. You are no longer a mere vagabond. You are now a guardian, a knight of the blue. Proud knight, take this. Siegel des Wächters, ja. Wear this ring and shine light upon stone. Then you will hear the voices of the blue apostles. Listen for their cries of help. And repel the malicious invaders. Genau. This is the proud work of the Knights of the Blue. The way they elevate themselves to a higher plane. I'll provide what you need. You may visit me at any time. Mhm. Proud Knight, you may come to me, Targre, for help. Genau, wir können bei ihm erstmal eine Geste erlernen, die Duellverbeugung. Bei ihm könnten wir Hellebard und Morgenstern kaufen. Klosteramulette, Blitzsteine. Ein paar Wunder. Kaufen wir mal den Donner, der ist manchmal gar nicht mal so verkehrt. Und mit ihm sprechen. The Blue must rely upon one another to achieve our greater goal. Present your token of fidelity. To test your strength against other knights. Ja. Proud knight, aim high in all things. We knights must protect the apostles of blue. Never forget this fact, and by your honor, never eschew your training. There are others in this forsaken place who have only a lust for blood. They conspire to ambush blue apostles on the road. Knight of the Blue, protect our apostles from these bloodthirsty brigands. Mm-hmm. Take pride in your duty as a blue knight. Work hard and pursue a higher plane. We knights of the blue must present your to ja, pursue mehr sagt your er nicht. Work, Knight of the Blue. Gut, beim blauen Pfad haben wir etwas mehr Möglichkeiten, im Rang aufzusteigen. Nämlich zum einen, wie auch beim Blutseid, hier unten durch die Statuen.
Zum anderen dadurch, dass wir blaue Apostel beschützen, also indem wir den Ring tragen. Und zum dritten, indem wir mit blauen Augäpfeln Sünder jagen. So, wir gehen jetzt aber zum Schattenwald zurück. Und zwar zur zerstörten Weggabelung.